Hallo Leute! Bei der Hunderasse, um die es heute geht, denkt man sofort an eine bestimmte Zahl. Nochmal schnell nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 100, 101. Ihr seht jetzt 101 Dalmatiner und eine Anna. Ich bin heute mit Anja verabredet, denn die hält sich zu Hause Dalmatiner. Ob sie allerdings 101 Dalmatiner hat, das werden wir gleich sehen. Vorher gibt's für euch die Quizfrage. Hat der Dalmatiner auch Flecken im Maul? Ist es Antwort A? Ja, selbst im Maul kann man Flecken sehen. Oder ist es Antwort B? Nein, die Flecken sieht man nur auf dem Fell. Die Auflösung gibt es wie immer am Ende der Sendung, aber jetzt freue ich mich auf Anja und ihre Dalmatiner. Hallo! Anja hat zwei Dalmatinerrüden. Hallo! Luca, zurück. Das ist Luca? Ja. Oh, düst gleich ab. Tja. Luca! Schau mal, ob sie wiederkommen. Und Luca! Wer ist der andere? Sky. Sky. Luca und Sky, coole Namen. Also wer ist jetzt wer? Für mich sehen die genau gleich aus. Also, viele Tupfen, Sky. Viele Tupfen, wenig Sky. Tupfen, Luca. Die laufen jetzt die ganze Zeit hin und her. Die sind ein bisschen aufgeregt, ja, oder? Die freuen sich, dass du zu Besuch kommst. Ich habe mich auch extra passend angezogen. Ich habe eine schwarze Hose an mit weißen Flecken. Und ich habe sogar noch die passenden Socken an. Lass sehen. Da, schau her. Oh. Ja, cool. Aber leider verkehrt rum. Leider verkehrt rum. Ich muss zugeben, bei den Dalmatinern sieht es ein bisschen cooler aus als bei mir. Haben die denn schon von Geburt an so viele Flecken oder werden das mehr? Die sind am Anfang, wenn sie zur Welt kommen, ganz weiß. Nee. Doch. Das hört sich ja cool an. Ja. Aber ich finde sie eigentlich so mit den ganz vielen Punkten am allerschönsten. Ja. Sollen wir mal reingehen? Ja. Mach Soll ich dir helfen? Das wäre nett. Okay. Ups. Oh, der fährt gut. Also kuschelig weich sind sie auf alle Fälle. Ja. Kuscheln sie dann auch gern? Ja. Unser Sky ist der Oberkuschler. Luca etwas weniger, aber er kuschelt auch. Kann ich mal mit denen kuscheln? Wie mache ich das? Sie auf die Couch holen. Ach, die dürfen auf die Couch? Ja. Okay. Luca, außenrum. Luca, komm mal her. Um, außenrum. Komm mal her. Und hopp. 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 Yes, oh. Oh. Wahnsinn, wie weich das Fell ist. Das ist ja cool. Hi. Kommst du auch, Sky? Sky, komm. Und da sagst du, Luca kuschelt nicht so. Na, Platz. 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 Na, Platz. Ja, super. Oh. Fein. So lässt sich's doch gut kuscheln. Also den Kuscheltest hat Luca schon mal bestanden. Ist das bei allen Dalmatinern so? Also ist das einfach eine kuschelige Rasse oder kommt es immer auf den Hund an? Dalmatiner sind sehr menschenbezogen, die brauchen die Nähe vom Menschen und sind absolut tolle Familienhunde. Spielen sie auch gern? Natürlich. Wollen wir das mal machen? Natürlich. Sky und Luca haben so viel Power, da komme ich auf Dauer nicht hinterher. Sky, warte! Boah, ist der stark. Das ist ganz schön anstrengend. Aber früher, da waren Dalmatiner keine Hunde zum Rumtoben. Schaut mal. Es wird vermutet, dass der Dalmatiner aus der kroatischen Region Dalmatien stammt. Früher wurde der lauffreudige und schicke Dalmatiner als Begleithund für Kutschen von adeligen Familien eingesetzt. In den USA machten die Hunde durch ihr Gebell den Weg für Löschfahrzeuge frei. Noch heute ist der Dalmatiner das Maskottchen der amerikanischen Feuerwehr. Es gibt zwei Farbvarianten. Die Grundfarbe des Dalmatiners ist immer weiß. Und die Flecken können dann entweder schwarz oder braun sein. Die Dalmatiner sehen ja sehr edel aus, wie ich finde. Kosten die denn auch viel? Ja. Ja? Ja, ein Dalmatiner so ab 800 Euro bis 1400 Euro. Ist auch mal auf den Züchter. Kommt es drauf an, was der Züchter verlangt. Und wie viel gibst du ungefähr im Monat für einen Hund fürs Futter aus? Ungefähr so 100 Euro. Pro Hund. Für Tierarztkosten und Hundehaftpflichtversicherung muss man mit ca. 100 Euro im Jahr rechnen. Eine Grundausstattung für Dalmatiner gibt es für etwa 200 Euro. Du hast zwei Dalmatiner, das heißt, du hast auch immer doppelte Kosten.
Muss ich mir denn zwei Dalmatiner halten oder kann ich mir auch einen alleine halten? Nein, du kannst dir selbstverständlich auch einen alleine halten. Gar kein Thema. Das heißt, da muss ich einfach mehr mit dem Dalmatiner spielen. So ist es. Was muss ich denn so bei der Pflege beachten? Sie haaren das Ganze ja? Ja, das ist mir schon aufgefallen, dass ich jetzt überall hier so kleine weiße Härchen habe. Genau. Auf meiner schwarzen Hose. Ganz genau. Und es ist wahrscheinlich auch egal, ob ich jetzt weiße Sachen oder schwarze Sachen anhab, denn sie haben ja sowohl weißes als auch schwarzes Fell. Am besten graue Klamotten. Muss ich den denn regelmäßig kämmen? Ja, man sollte ihn so in der Regel alle 2 Wochen mal durchstriegeln. Das Fell ist ja doch relativ kurz, ne? Mhm. Soll ich ihn mal kämmen? Ja, natürlich. Wir haben auch da hinten einen Kamm. Ah, ja. Ich sehe es schon. Aber viel kommt ja nicht gerade aus dem Fell der kurzhaarigen Dalmatiner raus. Dalmatiner haben Schlappohren. Da kommt wenig Luft dran. Daher jeden Tag lüften, um Entzündungen vorzubeugen. Wie ist denn das, wenn ich meinen Dalmatiner wasche? Gehen dann die Flecken raus? Nein. Das war natürlich nur ein Spaß. Die Flecken gehen nicht raus und das sollen sie ja auch gar nicht. Die Zähne sollte man einmal die Woche auf Entzündungen kontrollieren. Oh ja. Gut, daran merke ich aber schon, dass es sehr wichtig ist, dass ich meinen Dalmatiner gut erziehe, sonst würde der sowas wie jetzt hier seine Zähne zu zeigen wahrscheinlich gar nicht mit sich machen lassen. Sind Dalmatiner denn sehr clever? Kann ich die leicht erziehen? Dalmatiner sind von der Erziehung her leicht. Sie sind sehr intelligent, aber sie brauchen eine konsequente Erziehung, sonst tanzen sie dir nämlich auf der Nase herum. Aber wenn man sie richtig erzieht, dann können sie tolle Sachen lernen. Durch das, dass ich ja behindert bin, hilft Luca mir zum Beispiel in gewissen Dingen. Ja, er kann das Licht an- und ausschalten. Er kann mir die Fernbedienung bringen vom Fernseher. Boah, das ist ja cool. Das heißt, er hilft dir und wird gleichzeitig auch ausgelastet. Ganz genau. Sonst kommt er nämlich auf blöde Gedanken. Kannst du mir das mal zeigen? Natürlich. Luca, komm her. Schau. Apportfernbedienung. Anbringst mir. Oh, super! Wow. Es ist ein bisschen hell, wir brauchen das Licht nicht. Luca, Licht aus. Aus. Ja, gut! Wie cool ist das denn? Ich bin total begeistert. Wir haben jetzt über die Kunststücke den Geist gefordert. Wir müssen aber auch noch den Körper fordern. Was können wir denn da machen? Fahrradfahren. Fahrradfahren? Mit den Hunden? Wir machen Zughundesport. Das hört sich ja interessant an, da bin ich ja mal gespannt. Mhm. Luca, bist du auch dabei? Gib laut. Gib laut. Er ist dabei. Anjas Mann Sascha zeigt mir, wie ich das Geschirr anlegen muss. Durch, oh gut, schon, das hilft mir schon. Einmal. Damit sie sicher mit den Dalmatinern unterwegs sein kann, wurde die Konstruktion speziell für Anja angefertigt. Oh, jetzt bin ich aber ganz schön aufgeregt. Aber ich glaube, das wird ziemlich cool. Ich freue mich. Go, go! Anja gibt mit den Armen Gas und ich trete ordentlich mit, um Sky und Luca beim Ziehen zu unterstützen. Go! Links! Und warum ist es wichtig, dass der Sascha immer vorne mit dem Fahrrad dabei ist? Der Sascha ist unser Hase. Das heißt, er treibt die beiden an, oder wie meinst du das? Ja, die wollen zum Sascha und geben deswegen auch Gas. Ich glaube, die zwei sind schon ein bisschen müde. Nee. Go, go! Das sind Dalmatiner. Die kriegt man so schnell nicht müde. Ganz fein. Du Faust. Onward. Oh, das war richtig cool. Es war auch ziemlich anstrengend. Ich glaube, für mich mehr als für die Hunde und für dich wahrscheinlich auch in den Armen, oder? Ja. Ich habe Pudding in den Armen. Und ich in den Beinen. Und mir ist auch ganz schön heiß. Allerdings hat er jetzt sowas nicht jeder zu Hause. Nein. Gut, man kann wahrscheinlich radeln gehen, aber wie viel sollte man denn am Tag mit einem Dalmatiner spazieren gehen, damit der ausgelastet ist? 2 Stunden sollten es sein am Tag. Von daher sollte er zu Familien kommen, die wirklich sportlich sind, viel wandern,
Und einfach Spaß an der Freizeit haben. Sich gern bewegen und keine Couch-Potatoes sind. Dann sollte man sich lieber einen anderen Hund holen, wenn man faul ist. Auf jeden Fall. So, unsere zwei Flitzer kriegen jetzt eine kurze Verschnaufpause. In der Zwischenzeit können wir schon mal das Futter herrichten. Was bekommen deine zwei Lieblinge denn? Wir barfen. Barfen? Was heißt das? Biologisch artgerechte Rohfütterung. Das heißt, sie kriegen Fleisch? Nicht nur. Neben Fleisch bekommen Sky und Luca Reis, körnigen Frischkäse und püriertes Obst und Gemüse. Dazu noch einen Schuss Leinöl. Noch ein bisschen. Und gemahlene Eierschalen für die Knochen. Dalmatinern sollte man nicht zu viele Innereien füttern, sonst steigt die Gefahr, dass sie Harnsteine bekommen. Anna, wenn du jetzt fütterst, du stellst den Napf zuerst im Luca rein, in die Futterhalterung. Sobald der Luca anfängt zu fressen, stellst du im Sky den Napf rein und dann können beide weiter fressen. Warum ist das wichtig? Weil der Luca der Chef ist? Ja, genau. Es ist einfach die Rangordnung und Luca ist der Ältere und ist auch der Chef hier im Haus. Und deswegen kommt Sky an zweiter Stelle. Und das geht mich hier wirklich nichts an, wer der Chef ist. Das sollen die unter sich klären. Oh, da läuft schon der Sabber. So, Luca. Luca frisst, dann darfst du auch. Guten Appetit. Der Aufwand bei der Futterzubereitung hat sich wohl gelohnt. Also das scheint denen richtig zu schmecken. Da wird ordentlich geschmatzt. Ja, hast du gut gemacht. Nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun. Was trifft denn auf die Dalmatiner zu? Bitte ruhen. Warum das? Weil es kann die Gefahr bestehen, dass es dann schneller zu einer Magendrehung kommt. Und das muss dann operativ behandelt werden. Kann sogar bis zum Tod gehen. Oh, ja, also das kann richtig gefährlich werden. Ja. Deswegen würde ich sagen, die zwei machen jetzt lieber eine kleine Pause und wir auch. Und für euch gibt es so lange noch mal alle Infos zu den Dalmatinern. Die gibt es auch im Internet. Kuscheln Dalmatiner gern? Dalmatiner sind sehr verschmust und wollen am liebsten immer bei ihrer Familie sein. Was kosten Dalmatiner? Ein Dalmatiner kostet etwa 1000 Euro. Die passende Ausstattung gibt's ab 200 Euro. Krieg ich ein Küsschen? Danke. Wie pflegt und hält man Dalmatiner? Einmal täglich die Ohren lüften. Kunststückchen lernen Dalmatiner gerne und schnell. Und bringst mir. Wie viel Platz brauchen Dalmatiner? Am Tag sollte man mit Dalmatinern mindestens 2 Stunden unterwegs sein. Dalmatiner sind Laufhunde und powern sich gerne aus. Was fressen Dalmatiner? Besonders gerne fressen Dalmatiner Frischfleisch. So, Luca, ich muss jetzt leider mal kurz meine Dalmatiner-Massage unterbrechen, denn wir müssen noch die Quizfrage auflösen. Hat der Dalmatiner auch Flecken im Maul? Antwort A, ja. Selbst im Maul kann man die Flecken sehen. Oder Antwort B, nein, er hat die Flecken nur auf dem Fell. Wenn ihr gut aufgepasst habt, dann wisst ihr die richtige Antwort. Ansonsten kann euch jetzt bestimmt die Anja helfen, oder? Natürlich. Die Flecken im Maul hat der Dalmatiner selbstverständlich. Luca. Aha, ich hab's auch schon gesehen, aber vielleicht zeigt uns der Luca das auch noch mal. Luca, komm mal her. Komm mal hier. Vielen Dank für den tollen Tag, Anja. Bitte. Ich verabschiede mich jetzt. Tschüss, komm mit nach Hause. Ciao. Und euch sehe ich bei der nächsten Folge Anna und die Haustiere wieder. Servus.